alles klar, dass du ausbauen des Rap-Skills im Battle hier auch nicht ganz reicht. Weil selbst der Name Standard-Rapper euch beiden Idioten noch zu großen Ausdruck verleiht. Ich weiß nicht, was mir peinlicher wär, denn ich finde den Gedanken schon mies als Herr Baker mit Y oder als Y mit deinem wie Herr Baker zu Team. Herr Baker, dein Mate ist ja schon nicht scheiße, doch als Einschaufhilfe ist er gut geeignet. Ey, sonst holst du dir doch immer Carries ins Team, aber diesmal ist wohl die Mission gescheitert. Und sowas wie Skype und Price, aber das wär zu lame. Stattdessen kommt Y mit der Attitüde von ja Mann, wir fliegen doch eh. Du dummer Trottel, denkst wirklich, du hattest mal Glück und hast dein erstes Date mal schnell abgeholt. Und willst dich hier daraufhin vorstellen, doch weißt nicht mal, was du jetzt sagen sollst. Daraufhin fallen Tinder Matches weiter ins Minus. Mach dich bereit auf die krasse Vernichtung. Hattest schon immer Probleme in Deutschland, nix Gegner eine Charakterisierung. Ihr seid so peinlich, wenn euch das denn gar nicht auf. Und ihr versucht zu texten, aber mehr habt ihr nicht drauf. Alter, geht besser auf, weil euch hier keiner braucht. Wenn ihr das hier verliert, macht Habeka sich gleich zum Kopf. Du arroganter Wichser, es gibt nen Fakt, den ich nicht blick. Dass du ein großes Problem damit hast, deine Battles verlieren zu müssen und mitmachst. Während Wiley überlegt, wie man Punkte bekommen kann und sich dann auch auf die Suche nach Fronts macht, rechtfertigt Habeka sich nur, warum er seine Battles zu Unrecht verloren hat. Ja, krass, dass ich im Leben links gegen Finn leider wirklich gegen eines Homie-Votes verliere. Keine Angst in einem richtigen Turnier, wenn mir das sicher nicht passiert. Aua. Ey, dein Rumheulen ist ein Witz. Nach der Bewertung geht für dich das Texten erst los. Beleidigt hab ich eine Jury und Gegner ist klar. Ihr habt wieder einen Battle verloren. Deine Texte, du Trottel, verlierst halt nur, weil du echt scheiße bist. Weiter jedes der Battles und bist du zufrieden mit deinen Analysen, wenn du dich ab jetzt dann nur noch selber bewertest. Du fliegst in Turnieren, und mit guter Jury wär das nicht passiert. Denn jetzt fliegst du im Machtplay nur so am Rand deinem guten Rapper wär das nicht passiert. Du verlierst alle Battles, du Show-Me-Worts und bist gefangen im Teufelskreis. Laut dem Endergebnis müssen Chris und ich daraus schlussfolgern, echt beste Freunde sein. Ihr seid so peinlich, fällt euch das denn gar nicht ab? Ihr versucht zu texten, aber mehr habt ihr nicht drauf. Alter, geht besser auf, weil euch hier keiner braucht. Wenn ihr das hier verliert, macht Amerika sich gleich zum Clown. Ihr seid so peinlich, fällt euch das denn gar nicht auf? Und ihr versucht zu texten, aber mehr habt ihr nicht drauf. Alter, geht besser auf, weil euch hier keiner braucht. Wenn ihr das hier verliert, macht Amerika sich gleich zum Clown.